Passt auf euch auf. Die Crew hat hier Uniformierte gesichtet. So. Schönes Ding. Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Moment. Zu The Last of Us Online mit den Orki. So, hallo, auch von mir. Hallo, hat Entdeckung, ich das bin war mal X, ja genau. Woanders dabei. Ja, mit Kreisdeckung. Und rennen mit L1 bei dir. Ja, genau. Oder kommt so, und da sind schon Gegner da vorne. Zwischen mal aufpassen. Das einzige Wichtige ist halt, dass wir da immer so ein bisschen zusammenbleiben, in der Nähe sind, weil wenn einer alleine rumläuft, der ist natürlich leichtes Fressen, dann ja, die ganze Truppe kommt. Wenn jetzt ein Guter kommt und dann ja, metzt ja, uns eben alle weg, das ist auch ein bisschen blöd. So, einer ist ja gerade gestorben. Warte, warte, hinter uns. Ach, verdammt. Hinter dir, wo bist du? Ach, mich hat ein Bogen erledigt. Ich hab einen Typ eingeschlagen, aber der. Schmorn! Schmorn! Auch von hinten! Ich wurde abgekramt. Ja. Erstochen. Sexy. Ja, ja, das meine ich mit dem Messer. Das ist voll mies. Das ist echt fies. Nicht mal einen Kill habe ich hingekriegt, aber halt. Ja, ich bin gerade auch gestorben. Mich hat ein Bogenschütze oder sowas erledigt. Ich glaube, der Bogen, der ist richtig gut, oder? Weil ich ja, habe ja schon jetzt dreimal oder so habe ich es gezockt und ich habe immer jemanden gesehen mit einem Bogen. Ja, ja, schon, den kriegt man aber auch erst bei einem bestimmten Level oder so. Ja, schon OP. Ich auch kein Molotow-Cocktail herstellen. Ich weiß nur, wie ich es zockt, aber ich bin permanent geduckt gelaufen, weil ich habe mich einfach nicht aufstehen trat. Achso, oder vorne sind welche? Ah, ich habe einen. Supi. Exekutieren. Oh. Ah, verdammt, da kam der zweite. Oh, ich schon wieder am Bogen. Aber gut, immerhin habe ich einen im Boot gerissen. Nee, ich kaufe keine Münze, ich werde auf die Rüstung. Ich schieße ihm in den Arsch, er lebt immer noch. Ja, der ist hab tot. Ihn. Wow, 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 da ist noch einer. Ich habe mit der Pistole geschossen. Ah, okay. Welche Langwaffe hast du? Ah, warte, ich müsste jetzt kurz nachschauen. Wo steht das? Steuerkreuz links. Ja, aber der Name steht nicht da. Ich lese nichts. Ja, wie okay, gut. Irgendeine Maschinenpistole habe ich. Ah, okay. Oh, ein Messer habe ich auch. Ich würde sagen, Spezialkarabiner. Ja. Ich habe Halbautomatik. Der finde ich ganz praktisch. Das tötet, glaube ich, mit 3 Schüssen. Und ist eigentlich auch für Anfänger wie mich zum Beispiel jetzt gut geeignet. Auch weil ich jetzt den Schalter einfach schon drauf habe, den kriegt man da auch relativ früh. Und zweite Waffe habe ich einen Revolver. Oh, da verbrennt einer. Ja, ich glaube, das war Bonus oder so. Irgendwas habe ich da gelesen. Ja, ja. Ich habe gerade einen gehört, wie er verbrannt ist. Wegen Molotow-Cocktail und so. Ich werfe jetzt auch mal einen. Ja, aber weißt du wohin? Ja, ja, ich schaue da vorne, sind irgendwo welche. Ja, ich mach mal Lauschmodus. Ah, da bist du, da bin ich. Ach, ich laufe mal hinter dir. Falsch. Okay, ich muss ein bisschen reinkommen. Ah, ich setz gleich einen Molly ein. Okay, hier sind wieder Kisten. Da oben links ist so eine Karte und diese kleinen runden Doppelkreise da, das sind wow, so Vorrats. Auf Junge! Oh, oh, ich hab falschen Knopf. Schande, ich hab einen falschen Knopf gedrückt. Ich bin blöd, ich wollte wegrennen und drücke aber auf den Nippel. Ich hab ihn getötet, der dich umgebracht hat. Schönes Ding, der hat's auch verdient. Ach, aber jetzt hat der andere mich gerecht. Komm, schon mal eigenen Feuer verbrennen. Gut. Ah, okay, mich hat ein Grenzgewehr erledigt. Diese typische Zweischusswaffe. So, ich kauf mir Rüssi. Immer wenn du auf den Respawn wartest, dann kannst du immer, wenn du, glaube ich, Select oder das Touchpad sozusagen drückst, dann kannst du da Sachen kaufen, Munition oder Panzerung und so Zeug. Achso, ja, ich kauf immer Munition. Ja, ja, ich wollte es mal sparen, weil Munition hast du sowieso immer, wenn du spawnst und die Panzerung, da hältst du, glaube ich, doppelt so viel aus wie normalerweise. Also ist eigentlich relativ gar nicht so ohne. Okay, ja, wäre klar, wäre gescheiter. Ja, keine Ahnung, ich habe immer gedacht, mehr Munition ist, kann nie verkehrt sein, aber so lange bleibe ich ja nie am Leben, dass ich mal alles wegballern könnte. Ja, verdammt, der Typ, der nutzt diesen Trick, weißt du, Rauchbombe werfen, dann bin ich betäubt und der kann da auch wo war der? Ich habe den gar nicht gesehen.
Auf dem Dach, glaube ich. Irgendwo in so einem Gebäude. Alter, ich bin gerade extrem schlecht. Ja, okay, aber... Was, ich bin auch nicht gegen besser. Gegen die Leute, die immer spielen. Der eine hat ja Level... Nein, das war voriges Ding. Ja gut, wir sind ja auch... Wir spielen das ja auch nicht... Oh, ich laufe in eine eigene Nagelbombe. Ja gut, wir spielen das ist ja auch nicht so... So oft wie GTA, deswegen... Ja, und um den GTA bin ich auch scheiße und da spiele ich öfters als das. Nein, verdammt. Ich drück oft falsch. Das ist ein bisschen blöd. Waffenwechsel? Ja, den habe ich. Jetzt habe ich gestern so lange Mafia 3 gezockt, dass ich das Waffenwechseln... Mhm. Ich habe volles von Mafia 3 drin und da ist es halt laufen. Soll ich exekutieren? Denn wenn du die zu denen hinläufst, während die so, sag ich mal, so kampfunfähig sind und dann drei drückst, dann machst du so Spezialexekutionen und da kriegst du auch extra Bonusvorräte. Okay. Also wenn du welche siehst, die auf dem Boden so rumkriechen, die sind so kampfunfähig quasi, die können nichts mehr machen. Die sterben dann auch nach einer Zeit, aber du hingehst und den Dreieck drückst, dann gibt es eine Spezialexekution und dann, ja. Sieht manchmal ganz witzig aus, also ich muss dann echt laden am Anfang. Okay, passt, muss ich mal versuchen. Ja, ja. Nachher mal einer liegt, dann sag ich's dir, dann musst du hinrennen und den Dreieck drücken. Du kannst aber auch einfach erschießen wieder, wenn er auf dem Boden rumkriecht, also falls es zu viele Gegner da sein sollten. Aha. Ich setze mal Medikit ein. Ich bin übrigens hinter dir. Okay, gut. Ah, ich frag's mich auch. Was ich gestern gesagt habe. Hier lag ein Medikit. Da drin ist wieder eine Vorratskiste. Da könnten die auch warten hier. Ja. Da schwebt ein Pfeil in der Luft. Und du kannst auch so. Ach, ich habe ihn jetzt genommen. Ja, hier war ein Bogenschütze. Du kannst auch zum Beispiel so Nagelbomben strategisch platzieren, wenn du einfach nur. Ich glaube, nur bei dir nur R2 drückst, dann legst du die hin und wenn ein anderer vorbeiläuft, geht die hoch. Okay. Das sind, glaube ich, automatisch Instant-Kill, wenn er direkt vom LS, also... Aber da kommt man noch rein in die Steuerung. Ja, da ist einer! Oh! Oh, was hat denn der für eine Knarre? Ein Scharfschützengewehr. Ich konnte echt nicht anvisieren. Der hat mich immer getroffen und mich hat so weggezuckt. Ja, das weiß ich. Das... Da vorne ist auf jeden Fall einer. Echt schlimm, die Kacke. Nein, verdammt! Wieso hat mich der Molotow-Cocktail erwischt? Das gibt's doch nicht. Ich war doch schon weg. Na gut, der kann mich jetzt exekutieren, komm, bring mich um. Jawohl. Geil, der hat mir das Genick gebrochen. Das gibt es doch nicht. Oh, da vorne sind noch Vorräte, die ich nicht aufgesammelt habe. Wo ist der? Der kleine Pipi-Kopf. Oh ja, ich sehe einen. Warte. Ach ja, und wenn du schießt und gleichzeitig in Deckung bist, also so geduckt, dann hast du eine höhere Genauigkeit damit. Also dann verzieht die Waffe nicht so, wie wenn du schießt, während du normal stehst. Okay. Hinterm Autobus ist einer. Ja, ich habe gerade gesehen, dass du hin nicht kommen. Und in dem Gebäude drin. Fuck. Ich habe keine Chance. Wenn der mit dem Scharfschützengewehr auf mich schießt, ich kann einfach nicht zielen. Ich werde hier sterben! Bonus! Ich helf dir. Bonus, hilf mir! Oh Gott, nee, Bonus hilft mir nicht. Oh, scheiße! Ich wollte gerade kommen, aber da war eine Nagelbombe, wo du rein bist. Okay. Oh. Ich bin gerade so schlecht, unglaublich. Ich bin natürlich besser. So, jetzt mache ich das. Oh nein! Da lagen zwei Nagelbomben auf einmal. Ich wurde gerade voll zerrissen. Oh, sudden death. Wenn du jetzt stirbst, dann bist du weg, bis das Spiel halt vorbei ist. Ja gut, bin schon weg. Ja, das wird bei mir auch nicht anders sein. Ja. Ein K.O., einen hast du gekillt auf jeden Fall. Und exekutiert hast du auch einen. Also. Ja, aber das ist zu wenig. Naja gut, dafür, dass du das jetzt miserabel das dritte oder vierte Mal spielst. Keine Leistung, tut mir echt leid, ne? Ja, du spielst es ja jetzt erst das dritte oder vierte Mal. Eben, ich hab's genau. Am Anfang so. Ich spiel's auch schon ein bisschen öfter, aber ich bin da trotzdem... Da kann man sagen, schlecht, ja. Ich bin der letzte Überlebende, leck mich doch mal. Ach, geil. Das wird jetzt interessant, ich schau dir auch gerade zu. Ich hab Teile erhalten. Wow, wo ist der? Ich hab keine Chance. Ich kann mich nicht bewegen, es ist unmöglich für mich. Wenn der mit der Knarre auf mich ballert... Das ist echt fies. Ah, ja, ich war der Schlechteste im Team. Ja gut, auf Level 0er, immerhin hast du einen Kill und eine Exekution, das ist ja immerhin was. Ja. Ich habe ganz am Anfang nie was gerissen bekommen von Kills und so.
So, wie viele Teile habe ich? 16.